Hallo meine Freunde Davy Jones und willkommen zurück zu Let's Play Disney Infinity 1.0, das Fluch der Karibik Playset. Ich grüße heute und zwar den Florian, außerdem den Tilian, den Niklas und auch noch den Sven. Und wir sind hier wieder an Land gegangen. Man schafft hier einfach dauernd irgendwas. Irgendwas ist immer. Auf zur Bucht des Todes wäre abgeschlossen. Schon wieder 500 Belohnung. Sehr nice. Sehr, sehr nice. So, dann sehe ich auch schon wieder eine Herausforderung, die uns natürlich auch wieder Münzen bringt. Gebt einfach nicht nach! Wie kommen wir denn da rein? Das ist aber sehr seltsam. Seil und Flaschenzug oder Drehachse und Hebel hätten funktionieren müssen. Drehachse und Hebel? Die Idee war schon dumm, bevor du sie gedacht hast. Wir müssen sprengen! Aber das ganze Schießpulver ist nass. Dann müssen wir was anderes finden, was explodiert. So kommen wir, glaube ich, an unsere Bombe ran, die wir ja auch schon im anderen Level immer brauchten und nicht hatten. Ich verstehe. Was hat man den ganzen Part bei Boss? Jetzt wechseln wir nochmal wieder zu Davy Jones, oder? Wechseln wir nochmal wieder zu Davy Jones. Immer ein Part pro Person. Keine Ahnung, wie ich das... Oh, Davy Jones. Immer ein Part pro Person. Ich weiß nicht genau, wie ich es mache. Ich versuche, wie gesagt, noch immer möglichst zwischen den drei Charakteren abzuwechseln. Auch bei den anderen Playsets übrigens so, dass ich da immer mehrere Charaktere habe. So, einmal eingesammelt. Kommst du rüber? Nö. Dann kommt meine... Oh, der Arme. Dann kommt eben meine Pistolenkugel rüber zu dir. Jetzt wieder ein bisschen andere Musik hier. Das war so eine Herausforderung. Da ist auch noch eine Kiste. Wir machen erstmal die Kiste natürlich auf. Bereit zum Spielen? Jetzt hätte ich es geahnt. Schon wieder den richtigen Charakter ausgewählt. Den Treibholzpirat haben wir freigeschaltet. Ein furchteinflößender Pirat aus Davy Jones Crew. Aus dem Fluch der Karibik Playset. Das haben wir hier gerade. Schwabbis Kopftuch. Yay. Endlich haben wir Schwabbis Kopftuch. Das wollte ich doch schon immer mal haben. So, hier muss ich meine eigene Crew umbringen. Der arme Kerl. Hier gibt es auch schon wieder eine Kiste. Was haben wir denn? Ah, ne, wir haben gar nichts momentan. Genau. Hätte mich auch gewundert, weil wir hatten ja eigentlich alles, was wir gekauft haben. Haben wir uns gleich auf unserem eigenen Schiff abgeholt. Es sieht immer noch sehr traurig aus, unser Schiff. Hat doch den einen oder anderen Riss im Segel, aber das ist eigentlich nicht so schlimm, weil es funktioniert ja doch ganz gut. Ich weiß, wir könnten die Segel auswechseln, aber ich möchte gerne die Segel von der Black Pearl oder sowas haben, die halt schick aussehen, weil diese anderen Segel passen nicht so klar? Gut. So, bist du bereit für eine Herausforderung? Ich liebe Herausforderungen. Ich bin genau bereit, wenn du es bist. Schade, dass man Herausforderung gestartet. Den Schwierigkeitsgrad nicht gleich ändern kann, das wäre natürlich cool gewesen. Dieses Ziel musst du erreichen. Achte auf die Uhr. Tick-Tack, Tick-Tack, die Zeit läuft und eins und los. So. Ah, Herausforderung, Kampfherausforderung. Fantastisch! Kehrt in den Abgrund zurück, aus dem ihr aufgestiegen. Gleich hast du es. Okay, das ist leicht. Ja, genau so wird das was. So viele Münzen! Du hast gewonnen! Okay, da können wir eigentlich auch die zweite Herausforderung machen, oder? Großartig! Ja. Los geht's! Also man kann seinen Charakteranteil gar nicht so richtig verbessern. Besiege oder so. Die Gegner! Kann nur ein anderer. Diese Zeit gilt es zu schlagen. Nur einen anderen Waffentyp nehmen, wenn ich das richtig sehe. So, das sammeln wir nochmal schnell ein hier. Okay. Nein, ich möchte gerne die Atlas-Klinge haben, genau. Hab ich jetzt. Ach, jetzt hat er auch die Atlas-Klinge ausgewählt, oder? Wo zieht er das Schwert raus? Ich bin nicht ganz sicher. Nee, eigentlich sollte er die. Ich glaube, er kämpft jetzt mit der Atlas-Klinge. Sollte er zumindest machen. Au! Okay, ich muss mich hier, glaube ich, mal ein bisschen mehr konzentrieren. Genial! Fantastisch! Ja, genau so wird das was. So ist Gegner besiegen, kein Problem. Ich gebe keine Warnungen. Oh, da geblockt der eine gerade eben. Weggehauen. Oh, der ist schnell. Der kämpft auch echt schnell zwischen den beiden hin und her. Sehr praktisch. Ja, die halten schon ein bisschen mehr aus hier. Auch schon mal gegen stärkere Gegner zu kämpfen. So starke Gegner haben wir bisher noch gar nicht gekämpft gehabt im Spiel. Im Sprung noch einen mitgegeben. So. Aha. Nächste Herausforderung geschafft. Du hast es geschafft. So, besiegte Gegner haben wir 6 gehabt. So, das reicht jetzt aber, glaube ich, auch erstmal an Herausforderung. Wir haben wieder genügend Quests und machen jetzt mal hier genügend Münzen und machen mal mit der normalen Quest weiter, oder? Was habt ihr mir zu sagen? Hier. Vielleicht können wir aus einer Palme einen Rambock bauen. Ein großer Kommunikator bin ich. Glaub mir doch, wir müssen was finden, was in die Luft fliegt. Ah, ein Boot wäre äußerst praktisch. Wir sollten uns einen schnappen. Man ist erst mit einem Piratenbombenpack ein richtiger Pirat.
Hol dir eins im Spielzeugladen und setze es nach Herzenslust ein. Hol dir ein Bombenpack im Spielzeugladen. Oh Mann. So, ein toller Spielzeugladen. So, dann schauen wir mal an unsere Spielzeuge und holen uns hier auch... Ach, das sind alles Gegenstände, die wir für unsere Sachen haben. Ah, okay. Flammenkanone, okay. Gut, dann würde ich sagen, kaufen wir uns die Bombe hier gleich. Wenn wir schon nicht mehr die 500 Münzchen haben, die Goldmünzen dann... Bist du bereit für eine echte Herausforderung? Werden wir die natürlich auch dafür einsetzen. Da braucht man nicht in die Mitte, glaube ich. Das lohnt sich gar nicht so. Ja, doch, der nimmt echt die Klinge aus von seinem Rücken, die Atlas-Klinge. Der ist bast soweit. Da macht Davy Jones alles richtig. So. Jetzt bitte eine Kiste. Genau. Einmal öffnen. Und heraus kommt eine Bombe. Piratenbombe. Jetzt können wir das Tor aufsprengen. Feuerwerk! Jetzt kann ich endlich mal Feuerwerk machen. Sehr schön. Oh, das Ding ist aber, glaube ich, sogar ziemlich mächtig. Also wenn wir damit, glaube ich, selbst die stärkeren Gegner dürften da schon ziemlich schnell erledigt sein, wenn wir sie damit bewerfen. Ihr habt ja gesehen gehabt, als wir von diesen Gegnern mit Bomben beschmissen wurden, wie viel Schaden wir da jedes Mal genommen haben. Von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Bombe hier auch ähnlich viel Schaden macht. Ein Erfolg müsste dein Schicksal besiegen. Umso besser. Ihre Sprengkraft ist famos. Und die 200 Belohnung finde ich auch famos. Auf zu den Booten. Okay. Und dann mal auf zu den Booten. Wir haben schon wieder neue Quests, sehe ich gerade, bei uns auf dem Schiff. Diese Ruderboote bringen uns ans andere Ende der Insel, zweifellos. Richtig. Sobald wir sie durch dieses Tor da geschafft haben. Jetzt gibt's wohl doch Zweifel. Keine Zeit zum Zweifeln. Keine Zeit zum Zweifeln. Wir schaffen das. Wir schaffen das alles. Wir müssen da lang, sagt jedenfalls aktuelle Questmarkierung. Was ist das? Ach, da müssen wir die Bombe. Ah, jetzt kommen wir auch durch solche Sachen durch. Sehr gut. Na dann, einen Doppelsprung, einen gewissenhaften. Noch eine Bombe geschmissen. Ah ja, die brauchen wir hier echt an jeder Ecke, die Dinger. Wahrscheinlich ist es auch so gedacht, dass man dann normalerweise auch nochmal auf die Inseln zurückgeht, auf denen man vorher war. Aber die alten Inseln, glaube ich, die sind abgeschlossen. Da müssen wir nicht nochmal hinfahren. Wir werden jetzt hier eine Insel nach der anderen machen und auch die Quest da eine nach der anderen machen. Aber ich glaube, das reicht dann auch. So. Ja. Den Bombenkerl mit Bomben besiegen. Da fliegt er davon. Umso besser. Oh ja, doch, die Dinger machen Spaß. Sowas haben wir gebraucht. Sowas haben wir definitiv gebraucht. Ach, schön, wenn man jetzt überall rein kann. Aber wir haben echt schon viel freigeschaltet. Also ich glaube, wir haben echt schon relativ viel von dem Playset gesehen. Egal. Ist noch irgendwas für... Ah, für Captain Jack Sparrow. Der ist ja auch im Starterpack mit dabei gewesen. Muss man aber sagen, hat das Starterpack eigentlich sogar ziemlich viel Spielzeit. Also wenn, das ist ja nur das eine Playset. Das sind ja noch das Incredibles Playset. Magus haben wir mit dabei. Okay, ja. Genau, das ist das Fluch der Karibik-Playset ist mit dabei, das Incredible-Playset und das... Was ist noch mit dabei? Und noch ein drittes Playset ist mit auf jeden Fall dabei. Ich wechsle wieder zu Davy Jones. Und noch ein drittes Playset ist auch noch mit dabei hier bei Disney Infinity 1.0. Was war das dritte? Ach genau, die Monster-Uni ist noch mit dabei, jetzt weiß ich es wieder. Weil ich hier gerade Sully rumliegen sehe. Und den Einäugigen habe ich auch noch da, den grünen. Also ich bin auch da bei dem Playset dann gut ausgerüstet. Nein, das Schwert wollen wir gerade nicht haben. Ach. Ja. Ich möchte gerne die Bombe wieder haben. Bombe? Nein, Bombe will ich haben. Hä? Wieso wirft er auf einmal nicht mehr die Bomben? Verstehe ich nicht. Du sollst doch die Bombe werfen, Mensch. Nein, nicht die Pistole, die Bombe sollst du werfen. Haben wir die Bombe plötzlich nicht mehr? Hey, wieso wirft er die Bombe nicht mehr? Davy Jones, was tust du schon wieder? So, mir ist es auch wieder klar geworden, wie man die Bomben wechselt. Und zwar muss man hier, in dieses Menü reingehen hier. Na, komm, mach's auf. Und dann muss man hier einmal mit dem rechten Stick eins rübergehen. Und dann hat man auch wieder die Piratenbomben ausgewählt. Das ist ja alles ein bisschen fummelig, die Steuerung. Aber das ist nicht so schlimm. So, jetzt haben wir genügend Bomben. Wir wählen nochmal Davy Jones aus. Genau, das ist auf der linken Seite. Und da möchten wir in die zweite... ich wollte echt das
andere Ding noch haben. Genau, das Schwert wollte ich noch haben, das Davy Jones. Genau, die Atlas-Klinge wollte ich auf der Seite haben. Und dann wären wir noch zu Ausrüstungsding 1 und da wollen wir die Bombe... Nein, oh Gott. Also das ist auch relativ unintuitiv, muss man sagen, wie das hier geregelt ist. So, jetzt haben wir es, wie ich es will. Nein, sollte doch eigentlich die Bombe... Ah, und jetzt müssen wir... Nein, es ist... Also das hier ist echt schlecht gemacht, muss man sagen. Das ist, blicke ich noch nicht so ganz durch, wie es gewollt ist. Aber Hauptsache, wir können unsere Bombe wieder auswählen und können weitergehen. Das ist das Einzige, was zählt. Ah, und weiter hier unsere Quests machen. Gibt es auch Zeug. Solange wir das irgendwie alles hinkriegen, kein Problem. Kleidung Schmied. Das ist gut. Will Turner lässt grüßen. William Turner. Den haben wir ja noch gar nicht getroffen. Mal schauen, ob wir den noch irgendwann sehen. Oh, Erdbebenschlag. Cool. Aber erstmal Bomben. Ups. Ich treffe schon wieder nichts. Der wirft immer so hoch. Jawohl. Die war gar nicht so hoch geworfen. Aber obwohl er sie anvisiert, trifft er nicht immer. Ah, doch. Er trifft mal. Ah, doch. Wenn er trifft, dann sind sie auf jeden Fall sehr effektiv. So, hier wäre nochmal der Erdbebenschlag. Den müssen wir dann auch gleich nochmal ausprobieren. Aber ich denke mal, wir werden dann noch mehr Gegner auf jeden Fall treffen, an denen wir den Erdbebenschlag auch ausprobieren können. Aha. Erste Seite wäre geschafft. Jetzt müssen wir da irgendwie über die Brücke darüber kommen und auch noch die andere Seite machen. Ja, genau. Ein Gegengewicht gibt es hier noch. Um uns davon abzuhalten, in das Landesinnere vorzufahren. Nein, da geht's nicht lang. Die Karte sagt, wir sollen nach unten. Okay, dann gehen wir nach unten. Allerdings gehen wir... Jawohl, doch. Gehen wir hier nach unten. Das Spiel sagt, wir sollen hier nach unten. Dann gehen wir auch hier nach unten. Ich frage es nur... Ach, jetzt müssen wir rüberfahren, wahrscheinlich. Ah, okay. Das andere ist auf der anderen Seite. Ich verstehe. Ah, nochmal da drauf. Oh, wirklich, Davy Jones, wirklich. Mein Boot ist ein bisschen, bisschen schlecht im Wasser gewesen. Hat schon ein paar Löcherchen, glaube ich, das Boot. Da hinten sollen wir hinnehmen. Wir müssen noch hier hoch und da das zweite Ding kaputt machen, oder? Was erzählst du denn schon wieder? Ah, jetzt. Jetzt ist der Kompass auch wieder. Jetzt sagt er wieder das Richtige, glaube ich. Oh, da ist auch ein Bombenschmeißer. Da müssen wir aufpassen. Oh, jetzt haben sie mittlerweile sogar Pistolen, die Gegner. Gemeinheit, Gemeinheit. Jetzt fangen sie an, sich richtig zu wehren. Na, das lassen wir uns aber nicht bieten. Ja, ich kann auch Bomben werfen. Treffen sich zwei Typen mit einer Bombe. So, gleich mal das Adlerschwert an ihm. Au, 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 au. Ausprobieren. So, jetzt mal den Erdbebenschlag. Zack. Ist der ausgewichen oder hat er ihn getroffen? Ich glaube, ich. Getroffen. So. Dem Erdbeben war er nicht gewachsen. Das Erdbeben, das mein Schlag hier verursacht hat. Ja, doch. So, da nochmal. Gibt es da noch irgendwas, was ich lohnen würde? Da vorne gibt es noch was freizuschalten. Okay, wir gehen nochmal rüber. Holen das Ganze noch ganz schnell hier noch, was es freizuschalten gibt. Auf dem Weg. Jagen wir noch alles in die Luft. So, einmal hier noch rüber. Ah, schlecht gesprungen. Ganz schlecht gesprungen, Herr Drachenbursche. Das geht auf jeden Fall besser. So, hier noch ein paar Münzen einsammeln. Ah, da hätten wir auch rüber gekonnt. Okay, hätten wir gar nicht mit dem Boot fahren müssen, oder? Egal. So, auf dem Rückweg haben wir jetzt auch das Gesicht des Schmiedes freigeschaltet. Und ich muss sagen, er sieht William Turner nicht sehr ähnlich. Also das ist eher nicht William Turner. Das ist doch ein anderes Individuum. So, darüber und... Nein, genau, das wollte ich machen. Aha. Großes Boom. Das ist nett, dass man die Gegner hier mit einem Schlag erwischt. Weiß man gar nicht, wo man zuerst reinlaufen soll. Alles kann man hier in die Luft sprengen. So, Piratenkopftuch haben wir auch freigeschaltet. Falls wir uns mal einen eigenen Piraten hier erstellen wollen. Wie gesagt, ich glaube, das ist alles das Zeug, was es hier gibt. Das ist alles für die Toybox. Das können wir eigentlich momentan gar nicht mal so verwenden. Oh, mittlerweile ist Davy Jones auch hier schon auf Stufe 30 gerade. Wir kommen also voran. Und da ist auch schon das, was wir brauchen, um voranzukommen. Damit wir hier weiterfahren können. Richtung Landesinnere. Wir sollten zum Strand rudern, Captain. Machen wir. Dann rutschen wir erst nochmal runter. Okay, da hinten ist das neue Ziel, wo wir hin sollen. Und wir springen nochmal hier rüber, weil es hier erstens was gibt, wo wir runterrutschen können. Schön. Ja, so, und ihr habt den einfach da stehen lassen. Das nehme ich mal einfach als Kompliment. Dass ich heute weniger furchterregend aussehe als sonst. Wobei, für einen Drachen ist das vielleicht gar nicht ein Kompliment. Vielleicht will ein Drache ja eigentlich furchterregend aussehen. Dann nehme ich das auch wieder zurück. Okay. Jetzt müssen wir zurück zum Schiff. Was quatschen du da? Hä? Wieso sollen wir zurück zum Schiff? Wir sind noch dahergekommen gerade.
Oder? Ach nee, jetzt können wir hier durchfahren. Hä? Na egal, da oben ist auf jeden Fall einer, den wir abschießen wollen. Ups, zu tief. Zu hoch. Zu links. Ah. Ha, doch noch getroffen. Ah, wir müssen hier unten durchfahren. Frisur, Admiralstochter. Auch so eine Frisur wollte ich schon immer mal haben. Also ohne eine Admiralstochter-Frisur ist man dann hier auch wirklich nur ein halber Mann. Nein, warte noch mal ein bisschen drehen. Schießen wir jetzt da runter, der ärgert mich da oben. Können sogar rückwärts ein bisschen sehen. Oh, Volltreffer. Klein, aber mächtig. Dafür habe ich sogar einen Goldstern erhalten. Den anderen bin ich da auch gerade noch so ausgewichen. Piratenlord-Kleidung. Cool. Die anderen sind schon wieder da. Wieso greifen die eigentlich nur mich an, diese Typen hier? Was haben die eigentlich so gegen mich persönlich? Was habe ich ihnen eigentlich getan? Was es auch war, es war anscheinend nicht genug vorher. Was ich getan habe, dann noch leben sie, aber nicht mehr lange. So, hier, Fischköpfe. Rein ins Wasser mit euch. Sieht eher aus wie Schildkröten als wie Fische. Die Zahlung ist fällig und ich rate dir, mich nicht warten zu lassen. Ist klar. Was da vorne ist, das ist nicht mein Schiff, oder? Was ist das, mein Schiff? Auf jeden Fall sieht es sehr schick aus. Jetzt müssen wir nur noch zu dem Fort gelangen und der Schatz gehört uns. Das Fort dort? Das da ganz weit weg? Ja, das da. Ziemlich große Fort auf jeden Fall. Ich wechsle mal zurück zu Captain Jack Sparrow. Um mit dem hier auch nochmal ein paar Abenteuer zu erleben. Kompass sagt dahin, okay. Wir folgen wie immer dem Kompass. Gerade als Jack Sparrow sind wir das ja eigentlich gewohnt, dem Kompass zu folgen. Ah, okay, wir können auch die Piratenbombe direkt auswählen. Nur warum das mit der Schnellauswahl nicht funktioniert, das ist mir noch momentan ein Rätsel. Okay, da können wir die zweite Ausrüstung, genau, das ist die andere Farbe. Was wollen wir da haben? Okay, probieren wir nochmal aus, ob das funktioniert. Okay. Und da müsste die Pistole und da müsste jetzt wieder die... Nee. Ah, jetzt ist die Bombe wieder da, okay. Jetzt können wir irgendwie wild hin und her machen, irgendwie klappt es dann schon. Da vorne ist auch noch was Schönes. Mal da direkt drüber. Das ist ein weiter Sprung. Da müssen wir mit dem Boot hinfahren. Wobei, das Ding könnten wir sogar von hier aus treffen. Also aufmachen können wir die Truhe wahrscheinlich sogar. Oder? Ja, aufmachen können wir sie. Dann bleiben leider die Münzen uns verwehrt, aber... Wie gesagt, wir machen nicht die 100%, von daher ist auch nicht so schlimm. Aber ab und zu mal was liegen lassen. So, wir sollen darüber. Darüber kommen wir aber nicht. Wir müssen erstmal hier hin. Einmal ein bisschen fallen lassen, damit wir die Swobby-Kleidung auch noch bekommen. Was auch immer wir mit der Swobby-Kleidung wollen. Vermutlicherweise sie uns anziehen. Was man ja meistens mit Kleidung so macht. Da ist, glaube ich, noch irgendwas im Geheimweg oder sowas. Nee, da geht's bloß zurück. Oder? Nee, da geht's gleich bloß zurück. Schauen wir das zu treffen von hier aus. Ja, aber da ging's. Oder geht's da nochmal irgendwo noch weiter nach. Doch, da geht's auch nochmal. Da geht's, glaube ich, nochmal. Nee, das ist bloß die Insel, wo wir gerade eben schon waren, oder? Dann kommen wir auf die Insel drauf. Nee, es gibt doch hier noch was. Lohnt sich doch hier, den Weg her zu wagen. Schön. Die Piratin haben wir jetzt auch noch als Gesicht. Ja. Eine wahre Piratenschönheit, muss man ja sagen, ist die Dame. Hopp. Nein! Och, Jack Sparrow, was tust du denn schon wieder? Wieso springst du denn schon wieder ins Wasser? War dir schon wieder so nach einer Abkühlung. Wobei, hier in der Karibik, das sieht ja auch relativ warm aus. Da kann ich schon mal verstehen, dass der Mann ab und zu mal eine Abkühlung braucht. Der ist ja sowieso immer ziemlich heiß gelaufen. Naja, dann mal hier rüber noch. Und Richtung... Der Richtung folgen, die uns unser Kompass weist. Okay, das Feuer können wir nicht kaputt machen. Ah, ja, es ist heiß, habe ich verstanden. Da brauchen wir schon wieder jemand anderen. Nämlich Barbossa. So, Barbossa, darfst du wieder ran. Was gibt's hier für dich? Den Uhrenturm. Okay. Na gut, dann halt mit Barbossa weiter zum und dem Uhrenturm. Jetzt müssen wir es bei Barbossa auch noch einstellen, dann haben wir es aber bei allen richtig eingestellt hier, weil das ist ja auch immer so, dass es nicht... So, das kommt auf die Seite rüber. Dann gehen wir noch zur Ausrüstung 1, gehen einmal hier rüber. Okay, jetzt so langsam verstehe ich's. Das ist auch schön, was er da noch für Melodien immer vor sich hin summt, der Barbossa. Ah, der ist ja auch immer so ein bisschen verrückt, aber das haben sie... Das ist, glaube ich, ganz normal in Flug der Krieg, dass sie alle so ein bisschen seltsam manchmal sind. Aber auf eine lustige Art und Weise.
gute Art von seltsam, meistens. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.